Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen YouTube-Video. Heute möchte ich euch etwas darüber berichten, was alles dazu führen kann, dass man eigentlich überhaupt anfängt zu schnarchen oder dass man schnarcht. Und dafür gibt es tatsächlich viele Gründe, nicht nur einen einzigen. Der Hauptgrund dafür ist allerdings, dass die Atemwege verengt werden. Das heißt, unsere Atemwege sind verengt, entweder durch anatomische Gegebenheiten, ja, Nasenpolypen, verdickte Mandeln oder ein Zäpfchen, was zu tief hängt, oder aber von vornherein, dass die Luftröhre ein bisschen kleiner ist, rein anatomisch bedingt. Und dadurch wird natürlich die Luft wie eine Art komprimiert, also im Prinzip auch eingeengt, und dann entstehen Vibrationen in den Schleimhäuten, in der Zunge oder auch im Rachenbereich. Und diese Vibrationen sind dann das, was wir als Schnarchen wahrnehmen. Also der Hauptgrund, wie gesagt, ist eine Verengung der Atemwege. Und wenn dann sozusagen das Ganze so ist, dass der Unterkiefer, weil er vielleicht besonders stark ist, also sprich der Knochen sehr, sehr groß und dann auch sehr, sehr schwer, oder aber auch eine Rücklage vom Unterkiefer schon besteht, wenn das Ganze zusammenkommt und dann der Unterkiefer beim Schlafen sozusagen die Muskulatur erschlafft und nach hinten rutscht, dann wird die Zunge auch mit nach hinten genommen und all das andere, was so drumherum noch mit da dran hängt, und dadurch werden die Atemwege nochmal zusätzlich verengt. Das heißt, das Ganze wird nochmal verstärkt, bis dahin, dass im Prinzip die Atemwege fast komplett zugehen können. Das ist dann wieder eine ganz spezielle Sache, über die werde ich in einem speziellen Extra-Video reden, nämlich über die Apnoe. Also, eine Rücklage vom Unterkiefer ist eine mögliche Ursache. Eine zweite Ursache, die bestehen kann, ist zum Beispiel auch Übergewicht. Ist natürlich nicht der Hauptgrund, aber Übergewicht bedeutet, wir haben auch mehr Fettgewebe, mehr Fettzellen im Halsbereich, die dann auch noch zusätzlich drücken und das ganze Problem, was ich vorher beschrieben habe, noch verstärken. Wenn es dann so ist, dass wir zum Beispiel auch noch rauchen oder viel Alkohol trinken, ist die Erschlaffung tatsächlich noch stärker von der Muskulatur im Halsbereich, gerade in diesen Momenten, oder? Und man hat noch einen stärkeren Rückfall und noch eine stärkere Erschlaffung als schon vorher beschrieben. Das heißt, dieser ganze Effekt wird nochmal getriggert, den ich vorhin beschrieben habe. Außerdem ist natürlich auch so, dass wir im Alter zunehmend unter einer schwächeren Muskulatur leiden. Das geht allen so. Das heißt, es gibt manchmal auch Patienten, die kommen zu mir, die haben früher nie geschnarcht. Aber dann, wenn sie älter werden, fangen sie auf einmal an mit Schnarchen. Das sind Männer und auch Frauen. Also es ist sozusagen auch altersbedingt. Und ganz wichtig ist natürlich zu sagen, wenn wir als Schlafposition die Rückenlage haben, ist dies natürlich schon eher ein Problem, wenn es um das Schnarchen geht, ja, weil all die Faktoren, die ich euch vorhin beschrieben habe, kommen dann natürlich viel, viel eher zum Tragen, als wenn wir auf dem Bauch schlafen oder auf der Seite. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die schnarchen, obwohl sie auf der Seite liegen. Genau. Und all diese Sachen kann man im Prinzip durch einfache Methoden aushebeln. Ja, es gibt einfache Hilfsmittel, um das Ganze eben sozusagen zu beheben. Man muss keine Operation machen, das ist eine Möglichkeit, aber nicht alle Operationen funktionieren. Tut euch da gut erkundigen. Ja, nicht immer ist eine Begradigung der Nasenscheidewand effizient und effektiv, um das Schnarchen aufzuheben. Und auch diese Nasenklammern bringen in der Regel nichts. Es ist tatsächlich so, dass es dafür spezielle Protrusionsschienen gibt, die wir zum Beispiel auch in der Praxis herstellen. Deswegen erkundigt euch da wirklich richtig, wenn ihr etwas kauft, auch wenn es ganz günstig ist, ob das wirklich was bringt oder nicht. Weil in der Summe kostet es ja trotzdem irgendwie Geld und dann macht es vielleicht keinen Sinn, da alles Mögliche auszuprobieren, bis man dann irgendwann wirklich was gefunden hat, was gegen das Schnarchen hilft, was ja im Prinzip euch weniger beeinflusst, aber natürlich den Partner oder Freunde, wenn ihr mit denen verreisen wollt, in den Urlaub gehen wollt, und dann kann das schon sehr störend sein. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder wenn ihr irgendwas ergänzen wollt, ihr Erfahrungen mit dem gesammelt habt, schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin froh über Kommentare und lasst mir ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Eure Zahnfee, eure Julia.